Und zwar hat mich ein anderer YouTuber gefragt, den Namen werde ich jetzt mal nicht nennen, weil ich nicht weiß, ob er das so jetzt will oder ob er es noch geheim halten will, ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er mich gefragt, ob... Konnichiwa und damit herzlich willkommen zu einem wunderschönen Vlog im Freien, in der Natur, in der Sonne bei ungefähr 28 Grad. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr geil heute. Das Wetter ist seit einer Woche fast richtig gut. Also ich habe jeden Tag hier mindestens 20 Grad bis 30 Grad. Also es ist echt ziemlich geil. Und die Location hinter mir, die ihr gerade sehen könnt, ist ein Feld sozusagen, von dessen Existenz ich bisher gar nichts wusste. Ich bin ja ganz zufällig vorbeigekommen und wollte eigentlich was anderes machen, aber dann habe ich dann dieses Feld gesehen hier, hatte die Kamera dabei, habe mir gedacht, okay, dann kannst du hier auch ein Video aufnehmen. Vielleicht könnt ihr auch gerade hören, wie die Grillen hier zirpen, also die ganzen Insekten machen hier auch ordentlich Krach, das hört sich alles ziemlich natürlich an, das ist echt wunderschön. Und hier vor mir ist eine kleine Raupe, eine wirklich mini kleine Blattraupe, die auf einem ja, kleinen Blatt ihr Unwesen treibt. Ziemlich witzig, sieht man ja so auch nicht oft. Naja, wie gesagt, zum Videothema, was ich eigentlich ansprechen wollte. Ich bin jetzt ja seit einem Monat und einem Tag auf diesem Kanal aktiv. Ich hätte das Video auch gestern machen können, habe es aber nicht gemacht, weil ich es irgendwie versäumt habe. Aber ich wollte mal so mein Fazit zu meinem ersten Monat YouTube geben, was so meine Gedanken sind zu meinem ersten Monat auf YouTube. Und ja, ich muss sagen auf jeden Fall, ich habe bis jetzt 7 Abonnenten, auf jeden Fall schon treue Zuschauer, besonders Flows Live. Gruß an dich, du bist irgendwie bei jedem Video dabei, finde ich ziemlich geil. Und ja, das ist auf jeden Fall überraschend für mich gekommen, weil ich hätte gedacht, dass das irgendwie gar nicht funktioniert irgendwie, dass da Leute überhaupt nicht auf die Videos stoßen und da sagen, ja, das ist totale Grütze, gucke ich mir nicht an, das ist mir scheißegal, aber scheint nicht so zu sein. Ich bin bisher ziemlich zufrieden eigentlich, also mir macht es auf jeden Fall ordentlich Spaß, diese Videos zu drehen. Ich bin da gerne dabei und versuche möglichst ein paar Videos pro Woche rauszuhauen für euch. Aber ich will natürlich auch jetzt nicht jeden Tag ein Video machen, weil das eben für mich viel zu viel Arbeit wäre. Also so ein Video kostet echt viel Arbeit. Wenn man das in einem Tag aufnimmt, so mittags oder nachmittags, dann kommt das frühestens irgendwie abends um 9 Uhr online oder vielleicht erst am nächsten Tag, weil das mit dem Schneiden so lange dauert. Aber wieso der Prozess ist mein, also wie ich Videos quasi mache, wie die entstehen, das werde ich euch irgendwann nochmal genau und detailliert zeigen, wie ich aufnehme, wie ich meine Videos bearbeite und wie das Ganze dann eben im Prozess aussieht. Werde ich euch später irgendwann mal nochmal zeigen, aber momentan noch nicht, weil es sich noch nicht lohnt. Und ich bin auf jeden Fall froh, dass ich hier einen Platz in der freien Natur gefunden habe, weil ich musste heute einfach rausgehen. Ich habe mir gedacht, du kannst jetzt nicht in deiner Bude hocken bei 28 Grad. Und ich bin nach dem ersten Schritt nach draußen, war ich komplett schweißgebadet. Es ist so warm draußen, es ist echt nicht mehr normal. Ich schwitze hier schon die ganze Zeit und hatte leider keine Hand frei, um mehr Wasser mitzunehmen. Das hätte ich sonst auf jeden Fall gemacht, aber so geht es natürlich auch. Also wie gesagt, zurück zu dem einen Monat YouTube, den ich bisher hinter mir habe. Also ich bin zufrieden mit dem Ergebnis bisher und ich bin immer noch sehr motiviert. Also ich bin wie gesagt sehr froh darüber, dass ich die Entscheidung getroffen habe, hier mit dem Kanal anzufangen und ja, Videos zu produzieren. Dafür bin ich auf jeden Fall mir selbst meiner Entscheidung quasi dankbar. Klingt jetzt komisch, ist aber so. Ich bin auf jeden Fall mir selbst dafür dankbar, dass ich diese Entscheidung gefällt habe, dass ich ja mit dem Kanal anfange. Und ich hoffe, dass ich, wie gesagt, möglichst viele von euch damit auch irgendwie unterhalten kann oder Informationen irgendwie an euch quasi bringen kann. Das ist ja kein reiner Unterhaltungskanal, hier kommt ja eigentlich kaum was Unseriöses drauf, aber das wird sich ändern. Ich werde ein paar unseriöse Videos machen, unter anderem, wie gesagt, das Trash-Video, das ist mittlerweile schon fertig geschnitten, allerdings fehlen noch Thumbnails und Videobeschreibung, weil das Format ist, wie gesagt, noch neu. Und dafür, dass es ein Trash-Video ist, habe ich mir da echt doch ein bisschen viel Mühe gegeben. Ich neige halt dazu, auch in dumme und unnötige Videos eigentlich ziemlich viel Mühe reinzustecken, sodass es am Ende auch halbwegs gut aussieht. Und da habe ich mir, wie gesagt, wieder Mühe gegeben bei dem Trash-Video, werde eventuell aber nicht mehr bei allen Trash-Videos so nachsichtig sein und vielleicht auch nicht immer mir so ultra viel Mühe geben bei den ganzen Videos, die ich da produziere. Also bei den Vlogs auf jeden Fall immer noch. Also bei den Vlogs, bei den Themenvlogs und bei den ja, spontanen Laber-Vlogs. Also ich habe ja einmal normale Vlogs von Alltagssachen, die kommen irgendwann vielleicht auch nochmal, ich weiß noch nicht. Dann habe ich eben diese Vlogs mit den Themen und dann habe ich noch die ganz normalen Laber-Vlogs, in denen ich euch Informationen irgendwie erzähle, wie die sei. Das ist ein Laber-Vlog, ein ganz normaler Vlog, in dem ich euch irgendwie nur was erzähle. Und ich bin echt froh, dass ich hier gerade in einer Location sitze, die nicht so gut besucht ist. Also hinter mir ist nicht viel los da. Und selbst wenn mich die Leute sehen würden, können sie mich nicht sehen, weil das Gras höher ist als ich momentan, weil ich hier ja sitze. Und ich bin echt froh darüber, dass ich hier nicht so entdeckt werden kann. Also ich bin relativ frei im Reden und wenn meine Location, die ich jetzt in meiner Nähe habe, die nur 5 Minuten von mir entfernt liegt, wenn ich die nicht beziehen kann, dann gehe ich ab sofort immer hier hin und mache dann hier die Videos, weil das sich eigentlich auch ganz gut eignet hier. Ich finde es hier wunderschön. Hier gibt es viele Pflanzen, viele Insekten und es ist einfach schön hier. Die Sonne ist gerade ein bisschen weggegangen, aber ist nicht so schlimm. Also es ist immer noch brühend heiß und ich bin echt froh darüber. Ich meckere kein Stück über den Sommer. Ich liebe es. Ich finde es so geil, dass es endlich Sommer ist. Es ist echt wunderbar.
Was ich noch sagen kann, es kommt auf jeden Fall bald ein normaler Vlog. Es wird ein Vlog sein, der sich ein bisschen einer Tätigkeit widmet, die ihr wahrscheinlich alle irgendwie kennt. Es ist jetzt nichts ultra Besonderes, sondern einfach nur so eine normale Tätigkeit halt. Und die werde ich mit einem Kumpel zusammen halt öfter mal machen. Mal gucken, wie oft das sein wird. Dass wir eben da so unseren Fortschritt dokumentieren, sage ich mal. Also es hat auf jeden Fall was mit einem Fortschritt zu tun, mit einer Steigerung der Leistung. Es ist jetzt nichts Besonderes, also keine verrückten Sachen, die jetzt niemand macht, sondern es ist schon was Alltägliches, was man auch öfter mal sieht. Das habe ich jetzt kürzlich angefangen, kann man sagen, bin da auch jetzt noch nicht so wirklich drin in der Sache, aber ich habe daran Spaß und möchte es gerne weiterführen. Und ich will halt irgendwie dann versuchen, möglichst mit ihm zusammen oder halt auch alleine mal gucken, mal ein wenig da ein bisschen weiterzumachen, ein bisschen zu üben. Und ja, das ist so mein Plan der Dinge. Und eventuell werden wir nächste Woche noch zusammen, also ich und der Kumpel, in die Stadt gehen und da noch ein bisschen was machen. Und noch eine Sache wollte ich ankündigen. Ich habe ja in meinem Vorstellungsvideo gesagt, dass ich keine Challenges und Tags machen werde. Aber da ist mir eingefallen, dass so ein 50-Fakten-Video eigentlich immer nicht ganz so schlecht ist. Und ich glaube, ich werde auch irgendwie später mal eins machen. Also nicht wundern, wenn dann plötzlich doch irgendwie ein 50-Facts-About-Me-Video kommt, weil ich das immer noch so eigentlich als akzeptabel einstufe. Die meisten Tags sind nicht so wirklich innovativ, finde ich. Aber den Tag finde ich okay, weil der auch irgendwie persönlich ist. Und ich finde 50 Fakten eigentlich immer relativ spannend. Und ich werde wahrscheinlich sogar mehr als 50 Fakten finden und dann eventuell mehrere Episoden machen, dass wir am Ende vielleicht sogar 100 Fakten über mich haben. Wie gesagt, ist noch eine Überlegung wert, aber ich glaube, ich werde das machen. Also das wird einer der Tags sein, die ich machen werde. Andere Tags werden höchstwahrscheinlich aber nicht kommen. Also keine Chance, dass da jetzt irgendwie die Smoothie-Challenge oder so eine Scheiße irgendwann kommt. Keine Sorge, wird auf keinen Fall kommen. Naja, das ist wie gesagt irgendwie so unser Plan, den wir jetzt haben. Und ja, ich habe aber noch was für euch angekündigt. Und zwar hat mich ein anderer YouTuber gefragt, den Namen werde ich jetzt mal nicht nennen, weil ich nicht weiß, ob er das so jetzt will oder ob es noch geheim halten will. Ich weiß es nicht. Jedenfalls hat er mich gefragt, ob wir vielleicht mal ein Netzwerk für kleine YouTuber gründen wollen. Und die Idee finde ich echt gut. Ich muss echt sagen, das ist ein guter Einfall gewesen von dem guten Kollegen. Und eventuell werden wir wirklich ein Netzwerk für kleine YouTuber gründen. Also kein richtiges Netzwerk mit Einnahmen und sowas, weil das könnte ich mir eh nicht leisten. Das könnte sich keiner von uns leisten. Aber so ein Netzwerk mit YouTubern, die zusammen Videos machen. Ich meine, Real-Life-Videos zusammen machen ist ein bisschen schwierig, weil man sich nicht wirklich auf eine Cam kriegt. Aber das Netzwerk richtet sich eben dann vielleicht an kleine YouTuber. Und wir werden dann quasi so eine Gemeinschaft wie 301 Plus, so in etwa. Dass wir halt zusammen Videos machen, uns unterstützen, Tipps geben, bla bla. Also keine erzwungene Gemeinschaft, sondern halt wirklich so ein Clan, kann man sagen. So ein Netzwerk-Clan mit ein paar Mitgliedern, mit ein paar kleinen YouTubern. Und wir haben dann gegenseitig eben so unsere Partnerschaft. Und versuchen, uns gegenseitig zu helfen und wie gesagt, einfach zu unterstützen. Das ist die Überlegung, die wir momentan haben. Eventuell werden wir da noch irgendwie dran feilen und die Idee noch ein bisschen weiterführen und dann eventuell nochmal präsentieren irgendwann, wenn das ein bisschen weiter ausgereift ist. Aber es steht noch in den Sternen. Es war nur eine Überlegung, wie gesagt, es ist noch nichts Feststehendes, aber ich hätte irgendwie schon Lust dazu, das so ein bisschen zu machen, quasi so eine Unterstützer-Gilde zu gründen, die sich dann gegenseitig irgendwie hilft. Wäre schon was Feines und das waren so meine Themen, also ein Monat YouTube-Jubiläum. Wie gesagt, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich das jetzt gemacht habe und ich freue mich auf die nächsten paar Monate, Jahre, was weiß ich, in denen wir noch zusammen hier auf dem Kanal verbringen werden und ja, Videos machen. Und ja, das war so mein Video für heute und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und Sayonara!